Oh, gegoldet etwas. Orangeflaum, yay. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkomme, by the way. Oh, lol, das ist... Lass mich hier raus. Ah, da ist aber noch ein Item, ich will das haben. Okay. Links. Sondern hier rechts. Dann hier wieder links. Lol, als ob ich es geschafft habe. Spuktafel. Nice. Als das Riss, als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Cool. Sehr cool. Grandios. Alter, ohne Scheiße. Das hat gerade mein komplettes Brain komplett zum Exploden gebracht. Man kann in den Dingern nach links und rechts gehen. Deswegen habe ich das nie verstanden, das Rätsel. Weil ich... Oh, lol. Lol. Ich komme nicht drauf klar. Als ob. What the fuck? Okay, 22 sollten fürs Erste reichen. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, geben wir auch mal das Münzamulett an jemanden. Denn das wäre ziemlich gut. Wer ist ein Golddigger? Lux? Lux müssen wir eh trainieren, dann kriegt die das jetzt erstmal. Und dann tauschen wir sie auch direkt nach vorne. Dann ist jetzt halt die Frage, eventuell kann ich dir das Item jetzt abnehmen. Und dann, weil du bist ja jetzt quasi on par. Ja, was machen wir jetzt mit unserem sechsten Slot? Machen wir da Misty rein? Machen wir da... Was machen wir da, Leute? Was machen wir da? Misty oder wer anders? Ne, Misty nicht. Dr. Draco? Oder wen anders? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wir lassen es erst nochmal frei. Ihr dürft natürlich auch gerne in den Kommentaren Vorschläge äußern. So ein bisschen Interaktion hier mit mir, ne? Hast du schon mal den globalen Terminal in Jubelstadt ausprobiert? Er verwendet den Nintendo Wi-Fi Connection, den ich nicht verwenden kann, weswegen ich nicht in den Untergrund kann. Oh. Das ist fantastisch. Nein, ist es nicht. Hi, hast du eine Knopfbox? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon Fanclub besuchen. Lamina, die Arena-Leiterin, gefallen die Wettbewerbe auch. Diese junge Dame hat eine ungeheure Lust am Leben. Okay, was soll das heißen? Jo, wir arbeiten an einem Tag mit Trainer. Kannst du mitmachen, damit ich endlich fertig bin mit der Scheiße. So, wir haben nämlich gesehen, wie du stark in einem Kampf bist. Ja, hey, Jubelstadt TV, wir sind hier für Sie in einem Vor-Ort-Bericht. Los, jetzt komm mal hin, Mal schnell, ich will nach Hause. Okay, Reporterin Jenny, ganz ruhig. Ein bisschen mehr Elan wäre ganz praktisch. Weißt du, in der Moment, in dem ich Lux nach vorne setze. Okay. Immerhin, er hat keinen Bedroher, das heißt, der Biss sollte besser sein als sein Biss. Unter anderem auch, weil wir weiterentwickelt sind. Allerdings ist er ein Level höher. Oh, der Flinch. Nice. Kriegen wir den Double Flinch? Wir kriegen nicht den Double Flinch. Schade. Aber ist okay. Nice. Gut gemacht, Lux. Ich bin stolz auf dich. Trotz des kühnen Wesens. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Doch, ist schlimm. Es ist sehr schlimm. Es ist richtig scheiße. Level 22. Nice. Das heißt, im Endeffekt können wir gleich Kanapais da vorne setzen. Oh, das ist echt gut, weil, egal was wir einsetzen, wir sind sehr effektiv. Ich hätte eigentlich Elektroattacke einsetzen müssen für Stab, aber ich bin dumm. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Windstoß, oh nein, das wird bestimmt sehr viel Schaden machen, wenn es resisted ist. Oh, war das knapp. Ich tanze gerade irgendwie ziemlich dumm rum. Ich sollte damit aufhören. Oh, lol. Finalschlag. Das ist echt nicht nice. Das ist echt nicht so nett. Oh, die Erfahrungspunkte sind aber nett. Ah, die Medien sind die Leidtragenden. Ja, okay. Tschüss. Ja, wir möchten darüber wissen, wieso bestimmte Pokémon bestimmte Trainer wählen und andersrum und natürlich, was sie für anderen empfinden. Dein Anblick hat mich sofort inspiriert. Oh, ich würde zu gern während eines Kampfes auf Zello... Was? Ich würde dich gerne während eines Kampfes aus Zellulit
bannen, okay. What the fuck? Ist ein bisschen weird, dass die beide einzeln kämpfen und das nicht einfach ein Doppelkampf ist. Jo, machen wir. Oh, bei den Aufnahmen muss ich an dir ran. Hoffentlich stört dich das nicht. Ja, nee, ist okay. Ludger. Ihr ergänzt euch sehr gut, ihr beiden. Definitiv. Kanapais. Kampanais. Entschuldigung. Ah, wir können nichts machen. Konfustrahl. Duplexi. Oh nein. Der Damage. Oh nein, das ist so stark. Sollen wir das echt mit ihm machen oder sollen wir einfach wechseln? Nee, komm, das tue ich mir nicht an. Er kriegt jetzt eh Level 22, auch wenn wir auswechseln. Und wenn er jetzt wieder auf Duplex Heap geht, tanken wir das locker und der Biss sollte dann eigentlich auch UHKO sein. Uiuiui. Da musste ich mal kurz gehen. Okay, er ist verwirrt, vielleicht verletzt er sich auch selbst. Sehr schön. Und jetzt Biss. Sehr schön. Ah, es war ein Volltreffer. Ich glaube nicht, dass der gemeldet hat. Und es reicht für Level 22. Perfekt. Das heißt, Kampanais hat immer noch keine vernünftige Showtime gekriegt. Ah, das ist jetzt nicht so cool, glaube ich. Funkensprung! Ich riskiere das jetzt einfach mal. Wir sind ein kühnes Wesen. Wir sind nicht vom Undichtypen. Das heißt, es ist nicht... Also es ist neutral effektiv. Und er setzt Geowurf ein. Das macht uns 20 KP gut. Funksprung, ich glaube nicht, Lux. Wenn wir jetzt einen Mineral kriegen, wäre das ziemlich kacke. Gut, dass die Gegner so scheiße sind. Da fällt es nicht ganz auf, dass ich so scheiße bin. Biss. Disrespect. Nice. Okay. Das heißt, wir kriegen auch wieder mehr Geld wegen dem Münzamulett. Das ist echt fresh. Oh, meine Kamera ist so schwer, meine Effektivität des Kampfes geraubt. Ja, definitiv. Ach, du bist also nachher zu Hof gekommen, um an Wettbewerben teilzunehmen? Nein, was wollt ihr alle mit euren Wettbewerben? Ich meine, ich mache da wahrscheinlich mal einmal mit, aber so krass sind die jetzt auch nicht. Ich weiß echt nicht, was ihr da so genau krass dran findet, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich meine, die sind cool, ja, aber so cool sind sie dann auch nicht, oder? Ja, mit dir haben wir schon gesprochen. Ja, ja, komm, bla, 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 bla. Mit dir? Ja, wir haben mit allen gesprochen. Okay, raus hier. Raus, 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 raus. Okay, danke. Hi, wie geht's? Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben, aber mein Freund scheint es nach Schleide zu ziehen. Okay. Man nennt mich Herr Deko. Niemand kennt meinen wahren Namen. Nein, nicht einmal ich selbst. Ich suche seltene Items. Das ist mein Laden. Mein Leben. Laden oder Leben? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde etwas Seltenes für dich finden. Frag mich demnächst noch einmal. Okay. Ach, nach welchen das ist, was soll ich mein Pokémon nur anziehen? Die Auswahl ist so groß, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Dieser Ort ist wunderschön. Vielleicht ist er sogar zu schön. Pokémon und Menschen und die Natur sind hier in perfektem Einklang. Nice. Hallo? Hallo? Aha, du bist ein Trainer. Ja, du bist bestimmt eine enge Bildung zu deinem Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Richtig. Ich glaube, ich möchte auch mal Pokémon-Koordinator werden. Babys und Pokémon sind so wunderbar, kommen so wunderbar miteinander aus. Und das Baby schläft, liegt das Pokémon daneben und schläft auch. Volle Sau. Ich groß bin, möchte auch mal ein Pokémon-Trainer werden. Oh wow, du bist ein Pokémon-Trainer? Pokémon... Um sich zu haben, bedeutet, viel Verantwortung zu übernehmen. Aber man hat Spaß und Freude mit ihm. Cool. Meine Schwester macht so viel Lärm, dass mich gar keiner bemerkt. Alter, du arme Sau, du. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du irgendwo in der Ecke stehst, wo dich keine Sau bemerken kann. Just saying. Okay, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke wir jetzt hochgefahren sind. Eigentlich wollte ich nur eins höher, aber lassen wir das. Ah! Herzhofen sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herr Freund, wir sind freundlich zu Kindern und Erwachsenen und den Pokémon. Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon, das wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Es gibt Freunde, es gibt Leute, die so freundlich sind, damit sie ebenso behandelt werden. Ja,
Ich verstehe nicht, was daran schlecht sein soll. Ach, nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen. So ist es schöner. Ohne Treppen können sich in kleinen Pokémon viel freier bewegen. Mal so eine Frage. Was macht ihr dann im Brandfall? Es ist ja allgemein bekannt, Aufzüge sollen im Brandfall nicht benutzt werden. Das ist doch schon ein Problem, finde ich. Also, den Architekten würde ich mir gerne mal vorknüpfen. Das finde ich nicht in Ordnung. Hallo? Im Turm der Ruhenden können Leute ihren Pferd schmeißen aufmachen. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du mal neu vorbeikommst. Ich sehe Pokémon jeden Tag, aber es ist ganz bestimmt noch viel mehr, wie viele Fans gehabt gibt. Mir gehen so langsam die Stimmen aus. Merkt man vielleicht. Yo, hier gibt es Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue. In Herzhofen, von überall her Besucher empfängt, halten wir die Stadt sauber. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den Pokémon-Wettbewerben zu. Was soll ich tun? Die ganze Welt wird mich sehen. Mädel, du fängst eine Anfängerklasse an, für die juckt keine Sau. Mein Knilz will den neuen Platz der Treue überbeeren und andere Dinge. Knilz ist ein anmutiges Pokémon. Alles klar. Alles klar. Und andere Pokémon nicht. Finde ich definitiv gerechtfertigt. Ich habe etwas, das deine Pokémon halten können. Diesen Seegesang. Okay, danke. Was läuft denn gerade im Fernsehen? MC. Guten Tag. Zieht hier jeder Pokémon auf. Zeit für kämpfende Trainer. Dann legen wir mal los. Sehen wir uns mal diesen Trainer an. Willkommen in unserer Fotoecke. Hallo. Unser heutiges Foto zeigt das Knospimon und Hamster. Wollt ihr sehen? Ja. Und hier ist das Foto. Hurra! Ich stimme dem Pokémon zu, ein sehr schönes Foto. Es fängt ansonsten manchmal schwer die erkennbaren Charme eines Knospis ein. Ja! Wir können nur zudem einen Kommentar von Hamster zu diesem Foto bekommen. Der Kommentar lautet auswegslos. Schickt uns weitere Fotos, die wir hier vorstellen können. Was sagt ihr dazu, Leute? Hurra! Eine unglaubliche Show. Werde ich nie in meinem Leben vergessen. Absolut unglaubliche Show. Die werde ich wirklich niemals vergessen. Hi, was gibt's denn hier? Ist das der Pokémon-Fanclub? Geh mal so eine Clubsbox. Hallo, hallo. Ich sage mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sag mal, belohnen willst, was würdest du dann tun? Nun, ich sage mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knurps. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sage manchmal meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wenn ich meinem Pokémon einen süßen Knurps gebe, dann gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel, ein scharfer Knurps. Oh. Ich sage mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knurpse, ich sage mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich deine Knurpsbox viel Vergnügen, sage ich mal. Was ein komischer Typ, lass mich los. Fülle sie, ich sage mal, mit vielen Knurpsen und verteile sie großzügig an deine Pokémon. Okay. Willkommen im Pokémon Fanclub. Oh, dein Campana ist. Es ist nicht Spanisch! Es gewöhnt sich an dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Okay. Schauen wir, was Goku sagt. Es mag dich. Es ist sicher gern mit dir. Okay, das bringt uns also nichts. Ich würde jetzt gerne endlich mal den ersten Auftritt von Campanais. Wie spricht man Latein aus? Das ist eine tote Sprache, keine Ahnung. Ich arbeite für Pokémon Jugendstadt. Wir haben erstmal ein schnelles Interview. Vielen Dank, lass uns ein bisschen keine Zeit verlieren. Dein Bronzel ist ja ein sehr liebenswürdiges Pokémon. Was denkst du über dieses Bronzel? Ich hab's doch nicht einmal benutzt. Warte mal. gibt's das? Nee, warte mal. Genau, ich weiß aber noch nicht, was ich darüber sagen soll. Oh, danke, das ist ja für uns genommen. Was ist denn bei einer Sendung ausgestrahlt? Schalt doch ein. Ja. Alter, wenn ihr das ausstrahlt, dann seid ihr komplett retardet. So, was gibt's hier noch? Knusperei. Das machen wir auf jeden Fall auch noch, aber nicht jetzt. Ach ja, hier gab's ja so eine Kirche, ne? Psst, leise. Angst und Zweifel empfinden wir, weil wir die Gedanken anderer nicht lesen können. Es ist jedoch unmöglich, die Teile der Welt außerhalb von unseren Wänden zu kontrollieren. Jetzt halt aber das Maul da hinten! Ist schon gut, tut mir leid. Menschen und
Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen und die Welt in Harmonie. Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Wenn Sätze die Stärke zu sehr reinkommen, mit anderen weniger zum Zuge. Wer stark ist, muss sich selbst zügeln. Nur mit gemeinsam miteinander die Gewalt zu ver... Seien Sie aber ruhig bitte hier! Sachen herzustellen ist eine Kunst, die die menschliche Geist erschöpft. Und der Geist wird wieder geheilt, dann kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. Nicht rennen hier! Ist ja schon gut, Leute, ganz ruhig. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit den anderen. So freue ich mich auf eine glücklichere Zukunft und genieße die schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt viele Wunden. Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann. Sie lauten Liebe und Freude. Sind Sie die Priesterin? Ja, aber jetzt seien Sie mal ruhig, bitte. Körper und Geist. Eins soll nicht stärker sein als das andere. Ach so, habe ich falsch verstanden. Sorry. Es ist der Bedarf des Gleichgewichts. Das ist der Schlüssel. Und ich dachte, ich gehe jetzt einmal ins Fitnessstudio und pumpe mir die Scheiße aus dem Leib. Ja, sehr dumm jetzt. Ich habe meinem Pokémon einen Feuerstein und das entwickelt sich. Wow. Sick. Habe ich noch nie von gehört. Mit dir haben wir schon geredet, ne? Nach einer Hochzeit möchte ich mehr... Ach ja, genau. Warum ist deine Stimme auf einmal so hoch? Okay, mit dem auch schon gesprochen. Okay, ich glaube, dann haben wir ja alles. Das heißt, wir kümmern uns als nächstes um dieses Haus hier. Oh, hi, du bist ein Pokémon-Trainer, du verwendest Boxen. Du bist also Anwender. Was ist denn so? Du schaust so erstaunt. Ach ja, Entschuldigung. Ich rede wieder schneller, als ich denke. Ich heiße Lana. Du kennst die Boxen des PCs. Ich bin die Systemadministratorin. Ja, denn es hieß, wir brauchen mehr Frauen in dem Job. Na, und deswegen gibt es jetzt die Frauenquote. Und auch wenn ich keinerlei Qualifikation habe, wurde ich hier reingepumpt. Ich finde es selber total lächerlich, weil es eigentlich total sexistisch ist, Frauen dazu zu zwingen, sowas zu machen, nur damit es eine Frauenquote gibt. Aber das ist ja egal. Hey, ich sag mal, ich hoffe, ich überrumple dich nicht so sehr damit, aber willst du nicht so viel an Pokémon namens Eboli? Bin ich dabei! Bin ich dabei! Gib her das Ding! Dann bitteschön, das habe ich so gelernt. Wir hatten da so einen Typen in der Fortbildung, Bill, und der sagt so, jo, das Wichtigste als Systemsadministrator ist, dass ihr Liebe verbreitet. Hier, nehmt diese massenhaft gezüchteten Evolis, mit denen ich nicht weiß, wohin, ich meine, die ich natürlich alle liebe, und verteilt sie an den Trainer. Ja, und deswegen mache ich das jetzt so. Dieses Evoli habe ich von einem guten alten Freund aus Johto. Ja, wie gesagt, dem Bill. Er hat ganz viele. Wie viele er über die Jahre wohl aufgezogen hat. Aber vielleicht interessiert es sich ja gar nicht so sehr. Sei bitte lieb zu ihm. Möchtest du Evoli einen Spitznamen, das Lana dir gegeben hat, mitnehmen? Ja, nee, ich glaube, das mache ich nicht. Ihr denkt jetzt, ich nenne es Bill, ne? Aber soll ich was verraten? Ich nenne es Ben. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet. Ah, hol mich hier raus. Geilo, Alter. Aber vorher sollten wir vielleicht nochmal eben Ben ablegen. Denn, ich weiß nicht, ich will ihn halt eigentlich nicht ins Team nehmen, weil erst Gen, nicht Fit-Gen-Pokémon, ne? Und unser Team soll irgendwie so neu sein, so cool. Weißt du, von daher legen wir jetzt ab. Hier, du weg. Tschüss. Bye. Und dann können wir endlich in die Wettbewerbshalle gehen. Und ich bin ja mal gespannt, ich weiß gar nicht mehr, den dritten Gen-Wettbewerb kenne ich noch. Aber kenne ich auch den aus der vierten? Ändert sich da irgendwas? Moment, ist es das, was ich denke? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das war fünfte Gen. Oder? Wir werden sehen. Oh, mein Held! Oh, hallo Hamster. Was? Nein, wirklich, Katrin ist deine Mutter? Unsere Mutter ist Katrin! Okay. Dann kannst du den Wettbewerb ja nur gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Hamster nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Yay, geil. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit einem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, bis später dann. Warst du so überrascht?
warst du so überrascht, mich zu sehen, Hamster? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen, immerhin ist es eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Hier, zieh das an, das passt besser. Yo, das war eh das Coolste, dass man hier ein Smoking bekommen hat. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Genieß die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich. Bis später. Der Brainfart of Doom. So, erstmal müssen wir mit der jungen Dame hier reden.